Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft Legion hier bei Explorer LP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir spielen unseren Beastmaster Hunter Level 103, sind in Azuna, folgen zum Teil der Hauptquest, beziehungsweise sind wir jetzt in der finalen Schlacht um Azurschwingenrast und dem alten Senegos sollen wir jetzt unter die Arme greifen. Eine der Aufgaben ist, die etwas doch kränklichen Drachen hier ein wenig zu motivieren. Sprich Spritzenpo, Mexiko. So. Das war Nummer 1. Ich hätte so ein gernes Reittier. Aber ich glaube, das habe ich schon in mehreren Folgen erwähnt, ne? Kann es sein? Kann es sein? So, ansonsten heißt es jetzt töten, töten, töten. Ich sehe nix. Oh, sind schon tot. Auch tot. Ist tot. Da kann man euch nicht angreifen. Und du kommst auch nicht. So, jetzt hier mal. Der unsichtbare Pfad findet euch. Ja. Okay. Da haben wir das nächste Drachi. Ja, ist gut, Kollege. Mich jetzt hier unterbrochen. Drecksack. So. Okay. War ja nichts zum Looten. Und die spawnt. Mein Gott. Gut, dann nur noch einen Drachen und dann den hier? Ne, da hinten. Ist ganz theatralisch gerade zu Boden gegangen. So. Last one. Nee, stimmt gar nicht. Da fehlt noch einer. Da habe ich gelüscht. Wo ist denn der? Der lebt da noch. Ach nee, der liegt ja am Boden. Der. Beziehungsweise sie. Das ist ja die Enkeltochter, glaube ich, ne? Emigrosa. Jetzt haben wir alles erledigt. Katka, Belohnung wählen. Ja, ist alles scheiße, weil. Seid wachsam. Okay, das war das. Ich fürchte, Großvater bleibt nicht mehr viel Zeit. Gut gemacht. Ich habe gesehen, wo die anderen Drachen losgeflogen sind. Und seht, ihr habt Emigosa gefunden. Sie scheint euch zu mögen, Ferox. Ich vertraue darauf, dass ihr gut auf sie aufpassen werdet. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Ja, soll ich auch zeigen, wie gut? Pass mal auf, hier so, zack. Ah, ne, können wir verkaufen.
Nee, dann nicht. Ich wollte es schon löschen. So, zum Verdorren verdammen. Ceduno hat also gesagt, er hätte Nachtsüchtige in der Leihgrotte gesehen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Großvater scheint gut allein zurechtzukommen, aber der Erzmagier und ich werden ein Auge auf ihn haben. Ihr solltet eurerseits mal diese Höhlen untersuchen. Sucht die Nachtsüchtigen, die in die Leihgrotte gegangen sind. Okay. Wie lang das Leben auch ist, es scheint nie lang genug zu sein. Ja, das stimmt. So, ist das jetzt hier unten? So. Kein Loot. Dann bin ich aber echt schnell respawn. Heilung. Laufen. Unas. Ich werde meinen rechtmäßigen Platz zurückfordern. Ferox, seid ihr das? Ja klar, wer sonst? Ich bin schwach, der Hunger zehrt mich auf. Ich verstehe jetzt, warum euer Drache in diesem Teich liegt. Ich bin gekommen, um euch zu warnen, aber es scheint zu spät zu sein. Ich kann da draußen hören, Eljit ist hier. Eljit. Tötet Eljit und sein Konstrukt. Wir beide sind ein gutes Team. Dieser Hunger verzehrt meinen Geist. Ich muss jedes bisschen an Energie aufbringen. Ja. Mach mal. Okay. Ja, tretet eure Macht ab, Drache. Diese Teiche gehören nun den Nachtgeborenen. Oder auch nicht. Hilft mir. Ja, bin doch schon da. Das war's schon? Ach, da ist noch einer. Das war's, Kollege. Ab in die ewigen Jagdgründe. So, Senegos, du siehst ja wieder ziemlich fit aus. Solltest aber mal zum Friseur gehen. Ein bisschen Bart stutzen wäre nicht Ich schlecht. bin zwar schwach, doch ich will tun, was ich kann. Das Ende des Hungers. Haha, so lebendig habe ich mich schon seit Jahren nicht mehr gefühlt. Ferox, ihr habt nicht nur meine Mana-Teiche wieder aufgefüllt, sondern auch meine Brut gerettet. Das werden wir niemals vergessen. Die Blauen von Azuna stehen tief in eurer Schuld. Erhebt den Raubtierhöhen. Aspekte, heilt euch und zusätzlich. Man hätte das nicht aufwerten können. Ey, die ganze Zeit wertet er irgendeinen Rotz auf und das nicht. Mann. Egal. Also, das kommt mal hier unten hin. Das kommt da hin. Was haben wir hier? 100 Artefakt macht. Den können wir verkloppen. Gut, dann wäre dieser Teil der Geschichte auch schon mal erledigt. Was haben wir denn als nächstes? Was haben wir hier oben? Da haben wir. Wieso haben wir hier immer noch Inside the Cave? Alter, der will mich doch. Hier haben wir noch einen Bonus hier. Und. Was machen wir? Ich denke, wir machen oben erstmal alles clear, oder? Wäre am sinnvollsten. Und
reiten wir mal zu dem Bonus hier. Das müsste das mit den... wie heißen sie? Nagas sein. Also ich war in dieser Höhle hier drin. Da ist kein verdammter Schatz. Ich weiß nicht, wieso das hier... keine Ahnung. Vielleicht muss ich in der Höhle auch Hula Hula tanzen, damit der Schatz erscheint. Ich weiß es nicht. So, wir müssen links rum. Nächste Abbiegung rechts. Nächste Abbiegung rechts. Wir folgen dem Weg und kommen direkt auf einen Rahmen. Der verlorene Obstgarten. So. Könnt ihr mir helfen? Ich bin geehrt. Sammelt 3 Teile des Rezept für Nachtrosenwein. Mögen euch die Sterne leiten. Sind die jetzt nur fürs Bonusziel hier? Okay. Ein EP. Oh, nice. Mehr davon bitte. Mehr. Viel mehr. Ich bin besoffen, kann das sein? Also nicht ich in real, sondern eher hier spielintern. Ihr gehört hier nicht her. Nee, ich bin verflucht. Explorer ist verflucht, das erklärt einiges. Hier lang. Hinten haben wir noch einen Schatz. Marschieren wir mal in die Richtung. Stimmt da im Häusli. So. Ist das jetzt aufgemacht? Tot. Schade. Wo bist du? Dich müssen wir sogar eliminieren. Na? Ich würde gerne looten. Okay.
Ups. Wollte ich eigentlich nicht, aber bitte. Wenn wir denn gerade dabei sind, dann quasi Kampfrausch. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Drei Fässer. Okay, dann machen wir mal die drei Fässer hier auf. Ich mach mal ein Fass auf. Okay, dann nicht. 98%, wir sind ja schon wieder fast durch hier. Jetzt sind wir durch. Nicht nur fast, wir sind durch. Dann haben wir noch einen Rahmen, wenn er denn da ist. Was haben wir denn hier alles? Das haben wir. Das haben wir. Das war's aber. Das war's schon wieder, ne? Ja. Okay. Welches ist denn der Rahmen ab hier? Normantis der Dispute. In der Höhle? Auf sie, Schneefedern! Mit Gebrüll! Das war's, Kollege. Wir müssen oben noch zwei Rezepte besorgen. Da waren wir doch noch nicht so ganz fertig, wie ich gedacht habe. Kommen wir hier nochmal hoch? Unwahrscheinlich, ne? Müssen wir ja einmal rum. Mieze Katze. Prozent fehlen uns noch hier 16%. Ja, da haben wir noch ein bisschen was. Dazu noch ein bisschen Queste erledigen und so. So, wo soll denn der sein? Direkt vor uns. Was? Zeigen der hier für den Schatz an? Ja, mach mal. Wir machen das erstmal hier. Hier oben in der Hütte bestimmt, ne? So. Ah, der andere Sack beim Schatz. Das ist ja äußerst günstig, würde ich so mal behaupten. Wir gedenken der Königin. Ja, ich auch. Ihr solltet nicht hier sein. Was?
Explorer der alte Gierschlund. Warte. Ich dachte gerade, wo ist sie? Schneefeder! Angriff! Und tschüss. Wo ist der Schatz? Da ist er. Ja, ich sehe schon. Hat jemand meine Tiere gesehen? Lala, immer noch 84%. Aha. Was sind das für Viecher? Achso, Spektral. Okay. Hallo. Hallo. Weingut Chalian, habt ihr die Zutaten für das Rezept gefunden? Ja. Danke, Fremder. Ich danke euch vielmals. Ihr habt viel für mich getan als jeder andere zuvor. Lady Chalian hätte natürlich nur ihre Weinhändler und nicht mit ihrem armen Kellermeister geglaubt. Jetzt kann ich das Rezept verwenden, um erst ihre und dann die Gunst unseres geliebten Königs Azara zu erlangen. Schmuckstück 719, ja. Nehmen wir mal ein Schmuckstück. Oder? Nee, nehmen wir nicht. Wir probieren mal die Handschienen. Seid vorsichtig. Okay. Okay, meine Lieben. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Und was sagt die Karte? Haben wir hier noch was zu tun? Nee, ne? Hier haben wir jetzt noch einen Rahmen. Hier haben wir noch einen Schatz. Das ist, glaube ich, das müsste, ach, das ist der, ja, okay, dann machen wir das in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst, und sage tschüss, bis demnächst, bye bye und ciao, ciao.